Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Aha. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Die heiligen Höhlen des heiligen Hains. So, weiter geht's bei Alice, Madness Returns, bei den Wespen im Origamiland. Genau, wir wollten hier lang. Hier lang und dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Aha, jetzt wissen wir, dass es Instakill ist. Instakill. Was ist da oben? Interesting. Aber werden wir schon irgendwie raufkommen. Irgendwie. Ja, ist tödlich, ja, danke. Das war sehr nett, dass man darauf hingewiesen wird. So, wie geht's jetzt weiter? Da ist eine Kette aufgemalt. Zack. Dann ist da eine Kette drin. Und der geht's hoffentlich weiter jetzt. Jo, wenn ich wieder steuern darf, dann bitte. Spiel. Danke. Aha. Darauf. Das ist zu wenig. Zu wenig Auftrieb. Spiel. Nein. Ach, ich bin zu schlecht. Tut mir leid. Hey. Wieder ganz am Anfang. Das muss ja nicht sein, oder? Feuer tödlich, wissen wir jetzt. Der Bartmann. Der Zen-Master. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Da gab es mal eine Sendung. Früher. Fist of Zen hieß die. War auch immer so ein bärtiger Chinese. Der Meister. Man musste die Aufgaben von dem erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ist halt schon ein bisschen alt. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich, Katze? Das bringt mir nichts, was du sagst. Ich... Ja. Jo, sieht nach Boss-Battle aus. Jawohl. Mal der nächste. Komm. Ha, ich dachte mir schon, dass da aber stärkerer Gegner kommt. Daimyo Wespe. Daimyo. Aha. Schwachstelle gleich schon gefunden. Die Rüstung muss weg. Aha, die Rüstung muss komplett weg. Aha, der wehrt's ab. Da wehrt's ab. Gut. Alter, komm. Dein Ernst. Meine Herren. Was kann er denn nicht abwehren? Vielleicht hier ein Pferdchen? Alter! Aha. Ah, so kann er nichts mehr abwehren. Muss man wissen, ne? So. Dodgen. Ohne Angriff. Alter, hat der viel HP, ne? Aha, das geht nicht. Okay. Ist zu langsam. Mach deinen Angriff. Jawohl. Er ist schon eher so ein Gegner für so einen späten Spielstand. Oder wie sagt man da? Und ich habe Schweinchen gehört. Wo ist es?
Schweinchen. Wo bist du, Sau? Ich höre dich. Nee, ehrlich jetzt, wo ist die Sau? Das soll irgendwie mit 3D-Sound irgendwie erkennbar sein, wo das ist. Ich höre es aber immer irgendwie da, wo es nicht sein kann. So links von mir höre ich es jetzt. Ach, es ist ja wirklich da. LOL. Nice. Wo mein Schweinchen? Wie komme ich da hin? Ah ja. Einmal lüften bitte. Oh Gott, oh Gott. Das war's hier oben? Ja. Das war's erst. Ah, gucken wir mal ganz schnell, ganz kurz. Ja, die Tierkanone will ich einmal upgraden. Tierkanone Level 2. Nur mal wissen, was jetzt da. Unterschied ist. Also macht jetzt 3 Schüsse, bevor sie überhitzt. Und ich schätze mal, der macht mehr Schaden. Oder sowas wie eine Giftwolke hinterlässt sie jetzt. Hat sie das davor schon gemacht? Ja, wäre zu testen, ne? Muss man testen. Die Teewolke. Auf jeden Fall. Da wollten wir rauf, genau. Ah, die Tür wieder hinter mir zu. Die leben noch. Fraglich, ob die jetzt freundlich sind. Ah, falsche Taste. Falsche Taste. Mein Gott. Komm, was? LT, oder? Ist sie die Auserwählte? Da. Die Rettung. Unsere Wohltäterin. Ja, stimmt. Weil ich die Wespen vernichtet habe. So, zuerst gucken wir da noch. Ha, wusste ich doch, dass da was gibt. Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Genau die. So, Häschen. Zack. Einmal rauf. Wir behalten Erinnerung. Nur eine der Lampen, Alice. Hier kann man nicht hüpfen. Nachtlicht. Was schon zu hoch ist. Hier kann man nicht mehr weiter hochhüpfen. Und nur bis du 12 wirst. Alice, was machst du da? Ja, Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Er weiß, dass er denkt. Er denkt, dass er weiß. Traue ich mich das nochmal? Mann, das Brüste? Oh Gott. Darf ich das dir zeigen? Hier. Schweinchen. Wo bist du, mein Schweinchen? Links. Astralschweinchen. Oh, schade. Nur so ein Fläschchen. Da lieber Zähne gehabt, ehrlich gesagt. Ganz, ganz viele Zähne. So. Aha, da war wieder ein Hinweis. Der Oberälteste. Aber zuerst ein Rätsel. Natürlich. Ist auch klar. Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Joa, jetzt gibt's ein Verschieberätsel. Ich liebe diese Dinger. Aber da fehlen viele Puzzleteile. Die muss man erst finden. Und ich würde sagen, bis wir das Rätsel haben, mache ich kurz den Timer aus. So, stopp. Denn das kann ja länger dauern bei mir. Manchmal auch nicht. Letztes Mal hatte ich richtig Glück. So, sind die jetzt alle die Teile? Jetzt wird hier drin sein. Zack. Wo ist das Teil? Ah, hier. Das ist Nummer 2. Oh, sind wieder so Glühbirnen. Glühbirnen. 2 haben wir. Da ist bestimmt wieder so, ja. Da muss man wieder klein werden.
Nice, 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 nice. Hier. So. Und einmal rauf. Jawohl. Aha. Ah, jetzt kommt ein Kampf. Okay. Ich würde dazu gern wissen, ob man das Schwert kaputt kriegt mit dem Maschinengewehr. Wahrscheinlich dauert das einfach zu lang. So, was macht dieser Schalter? Aha. Aha. Häschen? Ich wollte gerade gucken, ob das ein... Ist das eine Schildkröte? Ah, jetzt habe ich alle. Ist das eine Schildkröte auf dem Stein gewesen? So. So Ukwe? Ah, okay, es geht schon los. Ich dachte, ich kann jetzt noch irgendwie zurücklaufen. Das sieht aus, als wäre es richtig. Also, das fassen wir gar nicht an. Das hier tauschen wir mal. Tauschen, tauschen, tauschen. Tauschen. Tada! Besser als ich dachte. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Ja, weil ich ein Puzzle gelöst habe, kann ich euch retten. Sonst hätte ich das nicht gekonnt. Danke, dass du den Pfad geöffnet hast. So, kurz den Timer wieder starten. So, weiter geht's. So. Oh Gott. Bitte bleib hier, bitte bleib hier, bitte bleib hier. Aha. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum mach ich das jetzt? Oh. Oh. Aha, es bewegt sich auch. Alles bewegt sich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, Leute. So, wo kommt es hin jetzt? Komm mit dem zusammen. Genau. Schön. Und mich bringst du jetzt rüber. Ja. Fünf. So, Oberältester. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Aha. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Die heiligen Höhlen des heiligen Hains. Warum sind die... Ich denke mal, das sind Ameisen, oder? Warum sind die aus Papier? Und die Wespen nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Oder sind die Wespen auch aus Papier? Ich hab's nicht so wirklich... Nee, ich denke, die Wespen sind echt Wespen. Weil Wespen ja aus Papier irgendwie ihre Häuser bauen. Ihre Wespennester. Kann es ja sein, dass irgendwie das Sinn macht. Vielleicht auch nicht. Interagieren. Ja. Mach mal rein da. So, à la Mario. Rein ins Bild. Ja. Bewegen, springen, schrumpfen, schweben, ja. Mehr kann ich nicht. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Oh Gott, oh Gott. Ja, richtig nice, dass mir jetzt 2D auf dem Weg ist. Das ist mal was anderes. Boing. Ich kann nur dodgen, ne? Ich kann nicht zurückschießen oder so.
cool. Hoffentlich ist es noch länger so. Boah. Aha, hier muss das schweben. Schweben, schweben, schweben. Oh, der Baum. Danke, Baum. Oh Gott. Der mich erschreckt. Aha. Nach unten. Ah, der geht nach oben. Okay. Nach oben. Boah. Alter. Hey, cool, wenn man sich dreht, dann ist man einfach nur 2D-Papier. Aber die Kleidung passt nicht. Ich habe ja andere Kleidung an im China-Land. Eigentlich. Das passt nicht. Muss ich schon mal festhalten hier. So, was gibt's hier? Irgendein Geheimnis vielleicht? Irgendwas Geheimes? Pfirsich. Einen Pfirsich. Naja. So, hier rüber. Ja, ist eh alles Standardsachen, ne? Oh, ja, sagte er und starb. Wie komme ich hier durch? Ah, natürlich, muss er schrumpfen. Die Idee, die habe ich natürlich nicht zuerst, ne? Da muss man schrumpfen. Ja genau, diese Taste war's. Was passiert, wenn ich geschrumpft auf so einen Pilz laufe? Was? Aha, dann werde ich einfach wieder groß. So. Oh, da kommen wir nicht zurück. Schade. Schade, schade. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Easter Egg. So, diese Pflanze kann man nicht ausrupfen, ne? Juhu! Cool. Richtig cool. Ja. Mega geil, dass sie das mit eingebaut haben. Kann es nicht oft genug sagen. Jetzt hatten wir schon so einen Shooter. Also. Weiß nicht, wie ich da sagen soll. Mit dem Boot, das. Hat mir sehr gefallen, auch mal ein bisschen aus dem anderen Genre was rauszugreifen. Und jetzt hier. Und 2D-Jump'n'Run. Finde ich mega. Verlassen. Jetzt schon, oder was? Oh, schon vorbei, oder? Ja gut, dann würde ich sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen würden.